Ecco, chi si rivede? Nix mehr mit eccomi, rieccomi, eh? Wie ricordate? Ti ricordi? Erinnerst du dich? Chi si rivede? Schau mal, wer da ist. E riconoscete questo posto? Erkennt ihr diesen Ort, diesen Platz wieder? Sto sempre a Monaco, ich bin immer noch in München. O ancora, di nuovo, schon wieder. E fa bel tempo. Es ist schönes Wetter, c'è il sole. C'è un po' di vento, es ist ein bisschen windig, ich hoffe, das stört jetzt hier nicht so sehr im Video. Ma io continuo e spero, und ich hoffe, che tutto vada bene, dass alles gut läuft. Okay, das ist ein Video, das ist ein Beweis, dass ich auf euch höre. Che vi do retta. Denn ich bin, das ist ein Ergänzungsvideo zu dem Video aus meiner Playlist Italienisch lernen für Anfänger Deutsch, Verben 03. Und dann hat mir einer geschrieben, dass es doch dann noch gut wäre, ein schönes Ergänzungsvideo mit diesen Verben Sätze zu bilden. Das machen wir jetzt. Vedi, un saluto speciale a te. Adesso non ricordo il tuo nome. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr an deinen Namen erinnern, aber per motivi di privacy, aus Privatsphärengründen, würde ich ihn eh nicht sagen. Okay. So, jetzt solltest du das Video schon gesehen haben, Verben 03, oder erstmal anschauen, bevor du dir das hier anguckst. Okay, wenn ihr mit Verben arbeitet, dann habt ihr drei Dinge zu beachten. Verben, Tunwörter, das, was ihr macht, ja, schlafen, trinken, gehen. Das ist das Wichtigste in einem Satz, wenn du sprichst. Das heißt, also eins von, du musst auf jeden Fall, solltest auf jeden Fall so ein Verb verwenden, damit dein Satz schon mal ein bisschen Klasse annimmt. Ja? Un po' di qualità. Salto di qualità. Der Qualitätssprung. Ich springe jetzt hier nicht, perché sto seduto, weil ich jetzt hier gerade sitze. Okay, also das sollte dir mal bewusst werden, weshalb hier gleich Propaganda, Publicità, Werbung. Schaut euch meine Verb-Videos an, die sind sehr, sehr wichtig für Anfänger, um anzufangen zu sprechen. Okay, das Zweite, was du beachten solltest, ist, du solltest dann eben nicht nur andare, mangiare, sondern in der richtigen Form das verwenden. Also in der Ich-Form, Du-Form, RCS-Form. Auch hier ein bisschen Publicità. Ich habe Videos, wo du das lernen kannst, diese Konjugation nennt sich das, die verschiedenen Formen. Auf gut Deutsch, wie sagst du dann, wenn mangiare essen heißt, wie sagst du dann, ich esse, du isst? Dieses Video setzt diese Kenntnisse voraus. Falls nicht, auch hier gibt es Videos zu Konjugationsvideos. Und das Dritte, was du beachten solltest, ist, wenn du mit so einem normalen Satz, wenn du einen normalen Satz sagst, ja, gehen wir nach Hause, willst du ins Kino gehen, kann ich bestellen, wo bestellst du? Ja, wo bestellst du? Ma che cazzo di frase, Michele? Was ist das für ein Scheißspruch? Satz, ja? Wer braucht denn den? Ja, okay, war jetzt nur so ein Beispiel. Siehst du, das passiert mir halt, wenn man dann auch mir passiert das, wenn man zu sehr an Grammatik denkt. Deswegen, mi raccomando, also hör auf mich, non pensare troppo alla grammatica. La grammatica non è tanto importante, aber in diesem Video werden wir das jetzt machen. Also du solltest jetzt wissen, wenn du einen normalen Satz sagst, ob in diesem Satz ein Können, Wollen, Müssen vorkommt. Ja? Sowas wie, kann ich bestellen? Ja? Wo muss ich hindrücken? Ja? Wollen wir heute Abend was zusammen essen? Wenn du dieses Wollen, Können, Müssen hast, dann weißt du, das ist schon mal cool, weil dann ist das Tunwort, was danach kommt, also was du willst, was du kannst, was du musst, immer in der Grundform. Ja? Also als Beispiel gebe ich dir jetzt, ich esse heißt mangio, aber wie ich will essen, voglio mangiare. Das heißt also, wenn du dir jetzt schon einmal den Kopf zerbrichst mit der Form, bei ich will essen, voglio, dann brauchst du nicht nochmal Energie verschwenden und dir überlegen, was die Ich-Form von mangiare ist, weil du hast ja schon einmal gesagt, ich will essen. Also insofern ist es sehr wichtig, wenn du sprichst, ja, dass du darauf achtest. Und wir sind jetzt im Anfängerbereich, also einmal, dass du darauf achtest, nicht zu komplizierte Dinge zu sagen, das geht einfach nicht. Aber wenn du sprichst und einfache Sätze, dann solltest du immer dir bewusst werden, Moment, habe ich jetzt irgendwas mit können, wollen, müssen gesagt? Okay?
Va bene. Okay, jetzt beginnen wir. Das wird jetzt eigentlich eher so eine Übersetzungsübung. Ja, das ist ja ein Übungsvideo. Und zwar die Formen von den Verben. Die wiederhole ich jetzt nicht. Du solltest nur fokussieren, okay, die Ich-Form auf O, die Du-Form auf I und die Er-Sie-Es-Form muss auf A oder E enden. Die Wir-Form endet auf Jamo. Okay. Sono un po' distratto, bin ein bisschen abgelenkt, perché qui è arrivata una coppia, es ist ein Pärchen angekommen, che mi sta guardando, die mich gerade anschauen. Die kriegen jetzt auch Italiano gratis. Va bene, aber ohne Einblendungen, wie ihr hier in dem Video. Okay, jetzt nehmen wir mal das Wort fare und ich werde jetzt mit den Verben arbeiten aus diesem besagten Verbvideo 03. Jetzt nehmen wir das Wort fare. Ja? Fare heißt machen. Wie sagst du dann, wir machen? Facciamo. So, und jetzt sag mal, was machen wir? Cosa facciamo? Ne? Was machen wir heute Abend? Cosa facciamo stasera? So, jetzt willst du aber nicht sagen, was machen wir heute Abend oder was machen wir, sondern was wollen wir machen? Und jetzt weißt du, ah, wollen, müssen, können. Piep, 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 Alarm, Alarm. Ja? Also musst du jetzt wollen wir sagen. Vogliamo. Und dann das Machen, Tun hängst du in der Grundform dran. Vogliamo fare. Dann frag mal, was wollen wir machen? Cosa vogliamo fare? Was können wir machen? Das ist auch schön. Das ist ein schöner Satz. Was wollen wir machen? Was können wir machen? Ja, was und machen bleibt im Deutschen gleich, im Italienischen auch. Du musst nur das Wir wollen in Wir müssen umsetzen. Più facile a dirsi che a farsi. Ja, leichter gesagt als getan. Aber wie gesagt, das sind ja die berühmten Conoscenze, Vorkenntnisse, die ihr haben, die du haben solltest. Also, was wollen wir machen? Cosa vogliamo fare? Was können wir machen? Cosa possiamo fare? Und was können wir heute Abend machen? Cosa possiamo fare stasera? Beh, stasera, che domanda, è una domanda inutile, dai, eh? Das ist echt eine sinnlose Frage, weil oggi è sabato, eh? E stasera mangeremo. Und heute Abend werden wir natürlich essen. E come, eh? Okay, dann war ein Wort weinen. Piangere. Also nimm mal die Du-Form, du weinst. Ja, nochmal ein Tipp, die Du-Form muss auf I enden und kurz. Ja? Überleg nicht so lange, sei einfach ein Italiener oder eine Italienerin. ja, Michele, sei du auch ein Italiener und laber nicht so viel. Nein, das geht auf keinen Fall. Das ist so wie ein schwarzer Schimmel. Ja? Das sind zwei Dinge, die schließen sich aus. Also der Schimmel des Pferd, meine ich. Ja? Nicht der andere Schimmel. Also, piangi, du weinst. Ja? Und jetzt fragen wir mal, warum weinst du? Perché piangi? Ja, wie ist die Ich-Form? Ich weine. Piango. Ja? Piango. Und wegen dir, wegen ist für dich. Piango per te. Also sag mal nochmal, warum weinst du? Perché piangi? Ich weine wegen dir. Piango per te. Dann nehmen wir noch eins mit fare la doccia. Ja, also auch hier fare la doccia, duschen. Ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter, weil das jetzt so eine Konstruktion ist. Fare und dann noch la doccia. Aber auch hier wollen, können, müssen. Sind coole Wörter für dich, weil dann musst du dieses fare la doccia nicht mehr ändern. Also frag mal, willst du duschen? Vuoi fare la doccia? Wann willst du duschen? Quando vuoi fare la doccia? Wann willst du mit mir duschen? Ja, bei diesem sonnigen Wetter haben wir gedacht, okay, ein bisschen Frühlingsgefühle. Quando vuoi fare la doccia? Con me. So, und jetzt habe ich das eingebaut, weil wann willst du mit mir duschen? So, wenn du jetzt was gemerkt hast. Vuoi fare la doccia? Willst du duschen? Quando vuoi fare la doccia?
das bleibt im Italienischen, das langst du nicht mehr an. Und dann, wenn du dazu fügen willst, heute Abend oder mit mir, ja, dann hängst du das alles dran. Quando vuoi fare la doccia con me. Ja, fare la doccia ist duschen, aber jetzt willst du nur fragen, duschst du? Ja, duschst du? Denk auf Italienisch, fare la doccia, fare in die Du-Form. Fai la doccia. Ja, warum duschst du nicht? Hier ein kleiner Tipp, warum nicht, warum nicht, warum kein, ist immer perché non, perché non. Und da wird nichts dazwischen geschrieben, so fängst du an. Ja? Allora, perché non fai la doccia? Ja? E ora, es wird Zeit. Ja? Der Raum leert sich schon, die Gäste gehen alle. Fai la doccia, dusch jetzt endlich mal. Okay, dann nehmen wir das Wort zurückkommen, zurückfahren. Ritornare, ja. Also frag mal, du kommst zurück. Ritorni, wann kommst du zurück? Quando ritorni. Okay, also jetzt siehst du, die Strategie ist, wenn du auf Deutsch denkst und du willst jetzt den Italiener fragen, wann kommst denn du zurück? Versuche jetzt nicht, wann kommst denn du zurück, wann kommst du, weißt du, diesen Gedanken, wann kommst du, wo soll ich jetzt anfangen, quando ritornare, tu. Ja, das kommt dann meistens raus. Deswegen empfehle ich, denk zuerst, wann kommst du zurück, welches Tunwort will ich eigentlich sagen, zurückkommen, ritornare, kommst du, ritorni, ja, und dann, quando ritorni. Ja, aber jetzt willst du die Frage stellen mit einem deiner Lieblingsfreunde, die drei Wörter. Was waren diese drei Wörter, die deine Freunde sind? Hey Michele, ich mag die aber nicht. Ist mir egal, die kriegst du jetzt einfach als Freunde. Kemele Freger, ist mir doch egal. Also, können, wollen, müssen. Weil dann bleibt es nämlich ritornare in der Grundform. Also, wann willst du zurückfahren? Quando vuoi ritornare. Al più tardi heißt spätestens. Al più tardi. Ja, also, wann willst du spätestens zurückfahren? Bleib bei dem ursprünglichen Satz. Denk an ritornare. Ritorni. Nein, nicht ritorni. Vuoi ritornare. Quando vuoi ritornare und es dranhängen. Al più. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern al più tardi. Al più tardi. Hoppe sui miei denti. Al più tardi. Al più tardi. Allora, quando vuoi ritornare, al più tardi. Wann willst du spätestens zurückkommen? Cooler Satz, eh? Okay, mettere heißt setzen, stellen, legen. Das ist eigentlich eine totale Scheißübersetzung. Setzen, stellen, legen. Habe ich schon mal erwähnt. Lern das nicht so. Das ist wieder dieser übliche Schulkack. Ja. Scusa. Jetzt bleibe ich mal im deutschen Bereich, bei den Fäkalien. Ja. Im Italienischen würde ich jetzt zu den Genitalien gehen und sagen, una cazzata. Ja. Setzen, stellen, legen. Ja, sondern etwas hintun, hinlegen. Ja? Also, dann sag doch mal, wo kann ich mein Auto abstellen? Auch hier, setzen, stellen, legen. Ja? Also, wo kann ich mein Auto abstellen? Ja? Wo ist dann das Ich? Beim Können? Also, posso mettere. Ja? La mia Auto, la mia macchina, la mia vettura. La mia Ferrari, das kannst du dann auswählen, la mia Auto nehmen wir mal. Ja, also, wo kann ich mein Auto abstellen? Dove posso mettere la mia Auto? Dann war das schöne Wort erklären mit der schönen Eselsbrücke. Spieglein, Spieglein an der Wand, erkläre mir, wer ist der Schönste im ganzen Land? Spiegare, spiegare. Okay, was ist denn die RCS-Form? Also auch die Sitzform von spiegare. Auch hier nochmal, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Und erkläre dich ausführlich in meinem Konjugationsvideo. Die RCS-Form, die Sitzform. Denk schnell, das muss auf A oder E enden. Spiegare. Worauf endet das jetzt? Auf A. Hm? Also spiegara. Ma che ist spiegara? Spiegare ist vielleicht ein neues Pasta-Gericht, ja? Alla spiegara. Ja, was ist das für ein Gericht? Ja, das muss ich dir noch erklären. Okay, no grazie. Allora, spiegare, also spiega. Ja? Dann sag mal, erklären Sie mir. Als Frage, was heißt mir?
mir gefällt, mir schmeckt, ja, und setzt es davor, mi spiega. Ja, sehr schön. Aber jetzt machen wir, können Sie mir erklären? Ja, können Sie es ja, können Sie mir bringen, können Sie mir sagen, ja, das ist in meinen Videos immer wieder. Nein, nicht pur, nicht pur. Pur. Ja? Pur. Also, können Sie mir erklären? Mi, pur. Und dann in der Grundform, weil wenn können, wollen, müssen, dann weißt du spiegare einfach. In der Grundform. Mi, pur, spiegare. Oder kann ich erklären? Darf ich erklären? Posso spiegare. Ah, ich soll ein bisschen schneller machen, weil es leicht wird. Ja, schön, da läuft das Video doch gute 15 Minuten. E fai un passo avanti. Und du machst einen Schritt vorwärts. Brava, bravo, bravi, brave. Machen wir noch einen schönen Satz. Was heißt denn besser auf Italienisch? Meglio, meglio. Also sag mal, du musst besser erklären. Und immer, du musst erklären besser. Devi spiegare meglio. Ah, da war ein schönes Wort, etwas um etwas bitten, verlangen, von chiesa, chiedere, macht die Ich-Form, chiedo, also ein Gefallen, ich bitte um ein Gefallen, was ein Gefallen heißt. Das ist eines der einfachsten Wörter im Italienischen, favore, per favore, zum Gefallen. Also, ich bitte um ein Gefallen, ist ohne um, ich bitte einen Gefallen, ich verlange einen Gefallen, chiedo, un favore. Jetzt machen wir das mal als Frage. Kann ich um einen Gefallen bitten? Kann ich bitten einen Gefallen? Posso und dann wieder in der Grundform. Chiedere un favore. Ja, das Video ist jetzt ein bisschen, ich hoffe, das gefällt dir trotzdem. Ist jetzt ein bisschen ja, vielleicht langweiliger, analytischer, nüchterner, aber ich weiß, dass so eine Übersetzungsübung mit diesen einfachen Sätzen und vor allen Dingen mit dem Ausblick, dass du die kannst, ja, ist auch immer eine schöne Bestätigung, Motivationsgefühl, Wiederholung, Vertiefung. Ja, ci sono tanti motivi, es gibt viele Gründe, ja, per accettare questo video, um dieses Video zu akzeptieren. Und wenn dir gar nichts einfällt, dann Hauptsache per le mie cliccate, für meine Klicks. Ja, das ist, hat dann auch noch was Gutes. Ja, ti chiedo un favore. Ja, dann bitte ich dich um einen Gefallen. Dann nehmen wir nochmal ein schönes uscire, ja, weil das ein bisschen unregelmäßig ist. Wie sagt man denn uscire in der RCS-Form? Du weißt, uscire, RCS-Form, Sitzform, muss jetzt auf A oder I, auf A oder E enden. Uscire ist kein Are-Verb. Also, so, auf E. Das ist ja schön. Aber wie ganz genau? Usche, uscire, nee, esche. Okay, wenn du jetzt, ach ja, so machst, dann hast du schon das ein oder andere Video von mir gesehen, weil ich das immer wieder mal erwähne, dass dieses uscire mit dem esco, ja, ich gehe aus, ein bisschen sehr unregelmäßig ist. Also esche ist die Sitzform. Und Mann, also nicht Mann, der Mann, l'uomo. Übrigens, habe ich euch das schon gesagt, dass mit l'uomo kann man sich merken, das Wort uovo, ei, l'uomo, l'uovo, fast gleich geschrieben, bis auf einen Buchstaben. Und die Plural, die Mehrzahl von Mann, Männer im Italienischen ist unregelmäßig, ja, kann man sich auch merken, weil die italienischen Männer sind alle so mini, uomini. Kurze Abfrage, was heißt ei, uovo, Mann, uomo und Männer, uomini. Okay, gehen wir wieder zurück. Ritorniamo, siehst du? Jetzt gehen wir wieder zurück. Ah, zurück, was ist denn das Verb? Zurückgehen, gehen wir wieder. Ah, wir vom. Ah, muss ich ja nur sagen, ritorniamo, ganz einfach. Allora, ritorniamo. Also, esche ist die RCS-Form und man, dieses M-A-N geschrieben, ist si, wie das Wort ja. Si esche, man geht aus, ja. Oder man geht hinaus. Also, wie fragst du dann, wie geht's hier raus? Ja, und da sagen die Italiener, wo geht man raus? Dove si esce. Jetzt möchte ich aber sagen, wo kann man hinausgehen? Das ist eigentlich dasselbe Wort, aber jetzt kommt wieder dein Freund. Können, kann man, ist er, sie, es kann. Dove, man ist auch immer drin. Dove si può und dann hinausgehen wieder in der Grundform. Dove si può uscire. Dove si esce, dove si può uscire. Also, wie sagst du nochmal, wie geht's hier raus?
Dove si esce? Wie kann man hier rausgehen? Dove si può uscire? Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich so geguckt habe. Das war jetzt so ein bisschen so ein Satz, so wie, sag das nochmal, dann kill ich dich. Okay. Non so, dai, continua Michele. Non devi spiegare nulla. Brauchst jetzt gar nichts erklären. Lo so, che tu ogni tanto sei distratto o sei pazzo o qualche cavolata ti passa per la testa e quindi... aber ich gehe wieder zurück. Dove si esce, dove si può uscire. Wo gehen wir aus? Wo gehen wir aus? Das kann können, wollen, müssen. Ah, die Wirform. Dove usciamo? Ciao. Qua ci sono dei bambini che mi hanno salutato perché loro stanno guardando che cazzo sto combinando. Qua ci sono dei bambini che mi hanno salutato perché loro stanno guardando che cazzo sto combinando. Eh? Che siete italiani? Italiane? Yes. Sì. Italiane? Ah, ok. Perché io sto riprendendo un video per YouTube, faccio dei video di italiano, insegno l'italiano, sono insegnante di italiano. Mi capisci? I'm busy. Ok. Ok. Dove usciamo? Wo gehen wir aus? Und wo können wir ausgehen? Also uscire ist ja auch abends ausgehen, ja? Können, Freundeswort, dove possiamo, und dann ausgehen in der Grundform, dove possiamo uscire. Ich habe jetzt noch zwei, drei Sätze, aber soll ich die jetzt noch machen? Naja, jetzt, già, ja, das ist auch ein cooler Spruch. Già che ci sono. Wo ich schon dabei bin, già che ci sono. Wo wir schon dabei sind, già che ci siamo. Da werde ich auch mal ein Video machen mit solchen Sachen. Ja, ja, übrigens, falls du Angst haben solltest, dass es bei mir schon so viele Videos gibt und langsam gehen mir die Ideen aus. Qualche cavolata mi viene sempre in mente. Irgendein Schmarrn kommt mir immer in den Kopf, ja? Und den drehe ich dann. Okay, machen wir raccontare, war erzählen. Also was heißt dann ich erzähle? Racconto, was heißt dann ich erzähle dir? Ti racconto. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ti racconto una historia. Okay. Also ich setze ein bisschen Vorkenntnisse voraus und dann gebe ich dir jetzt mal einen Tipp. Also sowas historia, H ausgesprochen, geht natürlich gar nicht. Macht das ein bisschen italienisch. Und was kommt raus als Resultat? Storia. Hm? Allora, ti racconto una storia. Jetzt habe ich dir alles vorgegeben und jetzt wiederholst du mal. Ay, che bello. Michele, sorry, scusa, aspetta un attimino perché c'è il sole e ormai, was heißt denn ormai? Mittlerweile è già un po' forte, jetzt ist die Sonne schon ein bisschen stark e posso prendere il sole. Und dann kann ich mich sonnen hier. Ok, nein, nein Michele, vabbè, stai concentrato, na gut, ok. Solo per voi, nur wegen euch, für euch. Wegen euch. Okay, ti racconto una storia. Ich erzähle dir eine Geschichte. Aber wie sagst du jetzt diesen Satz? Ich kann nicht dir eine Geschichte erzählen. Ti posso raccontare una storia. Okay, machen wir jetzt die letzte Abschlussübung ganz, ganz schnell. Was heißt, ich muss? Devo. Was heißt du musst? Devi. Was heißt du machst? Fai. Also, frag's mal. Was machst du? Cosa fai. Aber, was musst du machen? Cosa devi fare. Was kannst du machen? Cosa puoi fare. Was kann ich machen? Cosa posso fare. Aber, was mache ich? Cosa faccio. Was heißt ich will? Voglio. Was heißt du willst? Vuoi. Was heißt wir müssen? Dobbiamo. Okay, was heißt denn ich gehe? Vado. Hm? Ich gehe nach Hause. Vado a casa. Aber wie sagst du dann, ich will nach Hause gehen?
Voglio andare a casa. Michele, so einfach ist es. Sorry, so einfach ist es, ja. Das ist tatsächlich so einfach. Hat dir bis jetzt vielleicht noch niemand gesagt, weil die wollen alle, dass ihr in den Kursen bleibt und lange rumbüffelt und graue Haare bekommt, ja. Genau, die haben nämlich alle auch noch einen Deal mit dem Friseur, ja. Kriegen sie auch noch Kommissione. Ja, lassen sie euch dampfen, graue Haare bekommen und dann geht er noch zum Friseur, graue Haare färben. Ja, tutto una grande... Ich sage jetzt das Wort jetzt nicht. Okay. Allora, vado a casa. Voglio andare a casa, aber willst du nach Hause gehen? Vuoi andare a casa? Müssen wir nach Hause gehen? Dobbiamo andare a casa. Wann müssen wir nach Hause gehen? Quando dobbiamo andare a casa? Warum müssen wir nach Hause gehen? Ist es wirklich schon so spät? Sì. Perché dobbiamo andare a casa? Perché non avete fatti i bravi, weil ihr nicht brav wart. E dovete andare a casa. Okay. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Aber in erster Linie, es hat euch weitergebracht. An denjenigen, der mir diesen Tipp gegeben hat, da noch ein Ergänzungsvideo zu sehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hoffe, es war in der Art, wie du dir das vorgestellt hast. Ich hoffe, du hast es schon gesehen oder du siehst es. Ja. Però non è in vano. Vergebens ist es auf keinen Fall, perché c'ho tanti studenti ormai. Mittlerweile habe ich so viele Schüler. Un grande bacio a voi, un bacione. Ja, wirklich ein Riesenkuss an euch alle. Mille grazie, siete molto, molto, siete fantastici, spettacolari siete voi. Ja? Okay, in diesem Sinne, io adesso mi godo il sole. Nein, ich werde jetzt nicht die Sonne genießen, denn was ich jetzt mache, ich muss es ja ausnutzen, ich werde jetzt noch ein exklusives Video drehen. A proposito. Meine exklusiven Videos, wer sich dafür interessiert, schreibt mir doch eine E-Mail an michele@bellelingue.eu. Es kommen jede Woche ein neues exklusives Video hinzu mit schönen Themen, zum Beispiel auch Smalltalk, Dialog oder unbetonte Personalpronomen. Vabbè, alla prossima, statemi bene, ciao ciao. Ja, das ist halt ein bisschen Smalltalk. Ja. Jetzt habt ihr ein bisschen zuhören können, was ich so sage. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, sind kleine Mädels, was soll ich dir denn noch fragen? Wie sie heißen? Nein, das ist per motivi di privacy. Aus Privatsphärengründen kann ich gar nicht sagen. Sag ich, che cosa fate oggi? Ah? Giocate qua al sole? Ich kann kein Italienisch. Ja, du bist auch eine andere. Hast du gehört? Ich kann kein Italienisch. Ciao. Egal, ciao.